Moin Internet! Wie geht's, wie steht's? Hier ist Spielexkurs! In diesem Video machen wir weiter mit den Pathfinder-Klassen aus den Expertenregeln. Das Regelwerk ist mittlerweile eigentlich fast ausgeschöpft, aber zwei Fragen hat das Internet anscheinend noch. Und eine davon wäre... Sag mal, Spielexkurs? Warum? Um Himmels Willen! Würde ich als Hexe spielen wollen? Gute Frage, Internet. Ja, warum denn nicht? Immerhin bildet die Hexe so etwas wie ein Verbindungsstück zwischen diversen Zauberklassen. Und das durchaus mit einem gewissen Wumms. Anders als die anderen Klassen dieser Art, beziehen Hexen ihre Zauberkräfte nämlich von einem nicht wirklich näher bestimmten Gönner. Oder anders ausgedrückt, von einer mysteriösen und schwer zu begreifenden Macht. In etwa also auf eine vergleichbare Weise, wie die Mystiker das tun. Im Gegensatz zu anderen Zauberkundigen mit ihrer Verbindung zu jenseitigen Kräften, wirken Hexen allerdings arkane Zauber, statt der göttlichen. In dieser Hinsicht ähneln sie Magiern wohl am stärksten. Sie brauchen zum Zaubern ordentlich Intelligenz, statt Weisheit oder Charisma, so wie die meisten Klassen. Müssen all ihre Zauber aber erst lernen und sie dann auch noch vorbereiten, bevor sie wirken können. Da Hexen weder mit Rüstungen noch mit Kriegswaffen geübt sind, werden die Zauberkräfte höchstwahrscheinlich das Hauptargument dieser Klasse sein. Sie müssen ihre Reise in die Welt der Abenteuer, aber nicht alleine bestreiten. Kommunikation mit unerklärlichen Mächten ist auf direktem Wege nämlich etwas doof. Daher erhalten alle Hexen ab Stufe 1 einen Vertrauten, der mehr oder weniger als Mittler fungiert. Damit bekommen sie im Grunde einen magischen Tiergefährten, so wie Druiden und Waldläufer das tun. Nur halt direkt auf Stufe 1 wie ein Druide und halt magisch. Dieser speichert dann auch die Zauber einer Hexe wie ein Zauberbuch des Magiers. Gleichzeitig hat ein Vertrauter aber auch eigene Zauber und kann die Hexe darauf zugreifen lassen bzw. auch selbst von der Hexe lernen. Damit stehen die beiden in einem richtigen Zauberaustausch und können auf diverse Situationen flexibel reagieren. Apropos Flexibilität. Eine Hexe kann ihren Vertrauten natürlich selbst wählen. Genau wie ihren Schutzherrn, also die benannte mysteriöse Macht, von der es mehr als eine gibt. Und erhält jener Schutzherr noch mehr Zauber, die sie wirken kann. In dieser Hinsicht sind Hexen also den Klerikern und ihren Domänen ähnlich. Genau wie den Zauberschulen der Magier, den Mysterien der Mystiker oder den Blutlinien der Hexenmeister. Nur dass die Hilfe eines Schutzherrn eher ungeklärte Gründe hat und nicht wirklich mit dem Dienen vergleichbar ist. Das heißt, Hexen sind ihren Gönnern keine richtige Rechenschaft schuldig und müssen weder ihre Gesinnung noch ihre Taten vor irgendeiner blöden Himmelskanzlei rechtfertigen. Zaubern hier und zaubern da ist nicht genug? Kein Problem! Einschüchtern, Fliegen, Heilkunde, Wissen Natur, Wissen Arcanis, Wissen Geschichte und Zauberkunde gehören alle zu den Klassenfertigkeiten und machen Hexen auch ohne Zauberkräfte zu sehr wohl hilfreichen Gefährten. Und jetzt der Nachtisch. Hexereien! Ja genau, Hexen erhalten nämlich alle paar Stufen neue übernatürliche Fähigkeiten, genannt Hexereien, die sie aus einer Liste von respektabler Größe aussuchen können. Diese Fähigkeiten können so ziemlich alles sein. Angefangen mit Glück, was sonst eigentlich eher Klerikern vorbehalten ist, über Heilung und bis hin zu Fähigkeiten von extrem zerstörerischen Ausmaßen oder Wiederbelebung oder Tötung auf Distanz, so ein bisschen in Richtung Death Note und so weiter. Gut. Letztere Fähigkeiten werden zwar erst auf richtig hohen Stufen eine Option,
sind aber definitiv nicht zu vernachlässigen und erst recht nicht zu verschmähen. Alles in allem haben wir es also mit einer mächtigen Klasse zu tun, die bei ihrer Gestaltung in Sachen Flexibilität wirklich schwer zu übertreffen ist. Die Kehrseite? Nun, außerhalb der ganzen Zauberei und Hexerei sind Hexen im Kampf leider nicht wirklich zu gebrauchen. Sie erhalten, genau wie die Magier, nur 6 Trefferpunkte und 2 Fertigkeitsränge pro Stufe, plus noch der Intelligenzmodifikator. Können diese gläsernen Füße aber nicht durch extrem mächtige Zauber ausgleichen, wie die Magier das tun. Das heißt, eine gut trainierte Hexe kann schon einiges an Schaden austeilen. Ein wirklich großes Arsenal an direkten Schadenszaubern hat diese Klasse allerdings nicht. Also nichts mit Feuerball und vergesst den Feuersturm, außer ihr habt einen Schutzherrn der Elemente. Und da Hexen weder mit Rüstungen noch mit Kriegswaffen umgehen können, ist mit dem Schwert in einem epischen Kampf rumzufuchteln ebenfalls keine Option. Wer Hexe spielt, spielt eine primär zauberbasierte Klasse mit gewissen Unterstützungskapazitäten. Auf dem Pfadfinder-Dreieck würde ich sie daher irgendwo hier einordnen. Aber hey, wer gerne nur so mit Zaubern um sich schmeißt und sich in der Rolle des designierten Zauberwirkers einer Gruppe sieht, hat bei der Hexe definitiv genug Möglichkeiten, diese Rolle auszuleben. Denkt nur bitte daran, mit der ganzen Hexerei nicht zu übertreiben. Eine gefürchtete Waldviertel aus Kindergruselgeschichten zu spielen, die verirrte Wanderer mit ihrem Blick allein töten kann, ist sicherlich total spaßig. Allerdings in etwa nur so lange, bis irgendwelche dubiösen Monsterjäger mit Fackel und Feuerball vor der eigenen Haustür stehen. Mist. Wird höchste Zeit, von hier zu verschwinden. Warum man also davon abgesehen als Hexe spielen wollen würde? Deswegen! Gern geschehen. Viel Spaß beim Spielen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.